Sound muted. Hallo und herzlich willkommen zu einer Alpha, glaube ich sogar noch, nämlich Rise of Incarnates. Ich habe eigentlich nicht so wirklich Ahnung, was das ist. Es ist von Bandai Namco und es sah aus wie so ein Free-for-All-Prügler, also sowas wie, vielleicht kennt ihr Arcblade auf Steam, so in der Art. Schauen wir mal, was das ist. Ich werde auch gleich noch mit Blubster spielen, wenn es geht. Mal gucken, wie die Aufnahme wird, weil das Spiel verträgt sich mit DxStory nicht. Das startet nicht, wenn ich DxStory offen habe. Wenn ich es im Nachhinein anmache, erkennt das nicht. Daher müssen wir mal schauen. Schauen wir mal in die Einführung. Hat Bewegung, Nachricht senden. Kamera bewegen. Springen, links Fernkampf, oben Nahkampf, rechts Spezialattacke. Spezial, Spezial. Abwehr ist unten, Ziel wechseln. Ja, also das Ziel wechseln, Abwehr und ansonsten Diver-Attacken. Würde ich hinkriegen. Du gewinnst, wenn du Punkte Vorrat des gegnerischen Teams auf 0 sinkt. Dazu musst du das Leben des Gegners auf 0 bringen. Die Punkte für den Respawn werden dann vom Team gezogen. Okay. Grundlagen abgeschlossen. Ach, es ging ja schnell. Bewegungen werden über die Richtungstasten ausgeführt. Drückst du springen, springt dein Charakter und durch gedrückt halten springt er höher. Drückst die Taste zweimal, sprintet er. Durch gedrückt halten wird die Sprint fortgeführt. Okay, also das ist Sprint. Wenn ich gedrückt halte, dann fliege ich hier so durch die Gegend. Okay. Die Aktionsanzeige sinkt, wenn du bestimmte Aktionen... Auf 0 kann ich nur noch angreifen. Okay. Mit Ziel wechseln kann ich ein anderes Ziel anwählen. Zack, zack. Haben wir geschafft. Ein Fernkampfangriff, der durch Drücken der entsprechenden Taste ausgelöst wird, richtet nicht besonders viel Schaden an. Aber wenn der Gegner unter Druck hat, aber den Gegner unter Druck zu setzen oder mit stärkeren Attacken verbunden werden. Piu. Okay. Nahkampfangriffe richten auf kurze Reichweite großen Schaden an, bieten Kombo-Möglichkeiten. Durch Sprintabbruch kannst du jede Aktion durch einen Sprint abbrechen. Warte, nochmal was. Durch Sprintabbruch kannst du jede Aktion durch einen Sprint abbrechen. Dadurch können einzigartige Angriffs- und Verteidigungs... Okay, hab ich jetzt nicht so ganz gecheckt. Erstmal hau ich mal normal. Ja, reicht auch, wenn ich so mache. Okay. Die Angriffe unterscheiden sich von Charakter zu Charakter. Drücke Umschalt und die entsprechende Angriffstaste. Achso, und die entsprechende Angriffstaste. Ja, keine Ahnung, ich spiele auf Gamepad. Um sie auszulösen. Es handelt sich oft um Attacken mit spezieller Auswirkung, etwa Lebensbau. Keine Ahnung, was Umschalt ist, das ist da. Scheinbar. Führt die spezielle Fähigkeit des Charakters aus, zum Beispiel Verwandlung, Herbeirufung, Moduswechsel oder Heilung. Ist ja da, oder? Ja. Wow. Oh, sieht schon cool aus. Die Grafik kann man nicht sagen, außer dass ich noch keine Einstellungen einstellen konnte hier. So weißt du, ich spiele jetzt gerade noch im Fenster und irgendwie 120p oder sowas oder kleiner. Senkt die Aktionsanzeige und erstellt eine Barriere, die den Charakter von vorne schützt. Attacken von der Seite oder von hinten werden allerdings nicht abgegeben. Wenn ein Partner eine Partner-Kombo ausführt, kannst du eine der Angriffstasten drücken und mit einer weiteren Partner-Kombo massiven Schaden anrichten. Tschu! Bam! Okay. Das sieht sich alles ganz cool an. Also ich bin jetzt nicht so der Prügelspieler, also ich spiele nicht so Street Fighter oder so. Keine Ahnung. Ich war noch nie so der Typ, der sich mir gern Kombos merkt oder so. Gefahrenanzeige zeigt an, wenn dich ein Gegner hat, wenn dich ein Gegner als Ziel gewählt hat. Gelb bedeutet, dass der Gegner aufgeschaltet hat.
Angriffe werden rot angezeigt. Grundlegend für alle Strategien ist, Informationen zu sammeln und sich einen Vorteil zu holen. Du kannst Folgefertig. Ja, Abloop. Das Fähigkeitswürfelsystem wurde freigeschaltet. Du kannst nun Fähigkeitswürfel 200 LP erhalten. Du kannst das Fähigkeitsfeld anpassen und der Server konnte nicht stillgestellt werden. Kann sein, dass die Server auch noch gar nicht online sind, aber kann ich dann schon Tutorial spielen? Keine Ahnung. So, ich sehe noch nicht, wie man zusammenspielen kann, weshalb Dann sollte wir. ich vielleicht meinen Controller auspacken. Sollst du tun. Weshalb wir noch nicht mit Blobster spielen können, da müssen wir jetzt mal Einzelmatch testen. Und gucken mal. Noch drei weitere Spieler für Kampf benötigt. Blobster, wobei ich jetzt auch auf Kann Nordamerika die West bin. Grundlagen auch überspringen? Nee, aber die gehen richtig schnell. Okay, ich glaube, ich finde gerade einen Server oder so. Oder auch nicht. Jetzt sind wir wieder drei Spieler. Jo West war halt down oder so. War ich dann direkt danach. So, dann mal kurz. Ich glaube, es geht los. Jetzt mal kurz gucken. So, okay. Schauen wir mal. Ich habe jetzt mal die Uschi hier genommen. Die Kamera ist irgendwie strange oder inverted oder so. Au. Oh. Ich hab schon wieder vergessen, wie man sprintet. So, man muss jetzt zweimal drücken oder was? Gleich tot. Ach so, nee, ah, das war ja Spezialattacke, das war Sprint. Genau. Okay. Wobei es, glaube ich, auch gerade nicht so ganz flüssig läuft, aber ich glaube, ich kann ja auch gerade nichts mehr ändern. Der ist down, ne? Ja. Kann ich auch gegen Vollbild stellen? Im Menü dann. Autsch. Verwandeln wir uns mal. Ah, dafür müssen wir ja immer erstmal einmal an den Rand kommen, mit dem Char zumindest. Das kriegen wir gerade nicht hin. So. Ist er down? Wenn der. So ein X hat? Nein. Okay, schade. Ich dachte, der wäre jetzt down, wenn der so ein X hat. Nein, ich war doch schon wandern, aber nicht. So, jetzt kann ich mich nämlich verwandeln. So, jetzt müsste doch reichen, oder? Okay, der ist ja auch fast down. Ah. Hier ist halt nur HD Ready und Full HD gibt. Niederlage. Ja, das habe ich auch gesehen. Okay, ich habe verkackt. Dann komm mal auf EU West. Da habe ich gerade auch einen Server gefunden. Bin ich. Okay. Ich habe nämlich gerade verkackt. Demnach können wir gleichzeitig suchen. Okay, ich muss die Grafik noch ein bisschen unterstellen. Es wirkt gerade nicht so 100% flüssig. Grafik runterstellen? Ja, wenn ich aufnehme zumindest. Oder vielleicht ist es auch einfach nicht so stabil hinter Alpha. Sind verwirkt, der ist nicht so 100% flüssig. Ich sehe aber auch meine Frames gerade nicht, weil ich ja nicht mit DX toll laufe. Was nimmst du eigentlich auf, Fritz? Ne, jetzt gerade mit Open Broadcast Software. Ach so, Einzelmatch suchen oder wie? Ja, aber warte kurz. Und daneben kannst du deinen Char suchen mit dem Knopf daneben. Rechts, so irgendwo. Kannst du denn aussehen deines Charakters? Okay. Lass mich, krieg das weg. Da? Ja, ne. Da.
So, weil ich jetzt ein neues Ding freigeschaltet habe. Oh, sehr. Jetzt habe ich pinke Haare. Also, yeah. Alpha 1.0. Das klingt ja schon sehr vielversprechend. So, dann mache ich ein bisschen Grafik runter. Ja, einfach niedrig. Ist egal. Ist ja eh nur Schatten. Weil mir kannst du auch fast gar nichts einstellen. Kannst du Effekte und Schatten einstellen. Und das war's. Egal. So, Warte mal kurz. Da man das ja mit einem Controller spielt, bräuchte ich eine Push-to-Talk-Taste. Ja, und ich könnte einfach Voice Activation machen. Was braucht man denn nicht? Brauchst alles, glaube ich. Obwohl ich jetzt die hinteren rechten Tasten noch nicht so ganz benutzt habe. Sind da, glaube ich, irgendwelche Special Moves oder? Nee, also ich bin gerade in der Steuerung und da ist rechter Trigger gar nicht dabei. Ach doch, Umschalttaste benutzen. Ich nehme mal einen anderen Char. Was haben wir denn hier noch? Mit so einem komischen Professor. Ach, und der Schwarze, der gewinnt doch immer. Es gibt ja rechts zwei Tasten. Was verstehen die unter rechten Trigger? Ist rechter Trigger. Weiß ich nicht. Der hintere, glaube ich, oder? Der untere? Aber es sind beides irgendwelche Special Moves gewesen, oder nicht? Button 6. Button 6 ist nirgends, oder? Weiß ich nicht. Also in dem Bild waren, glaube ich, alle belegt. Spezialaktion. Keine Ahnung, probier einfach aus. Ich bin auf jeden Fall fertig. So, ich bin auch fertig. Okay, dann sag Bescheid, wenn du über dem Startbutton bist, dann zähle ich ab. Bist du bereit? So, kannst du annehmen. 3, 2, 1, meins. So, hast du ein Spiel? Für mich steht wartet. Wartet. Ja, gut. Sag Bescheid, wenn du jetzt bin ich wieder. Schnimm schon, lange auf. Hab ich auch. So. Hallo und herzlich willkommen. Ich hab schon mein Match davor aufgehört, wo ich hart aufs Maul gekriegt. Ja, weil man spielt, glaube ich, auch nur zu viert, dann kann er denn noch vier Spieler suchen. Das geht doch gar nicht. Joa, ich glaube, in der Alpha kannst du eigene Lobbys nicht erstellen. Sieht so aus. Ich habe das Fenster offen und draußen riecht's nach Essen. Ich habe das Fenster offen und draußen riecht's nach gar nichts.